So, also wir wollen nicht schießen. Welche doofe Taste? Ah, da. Kalender. Also wir haben März. März ist Charisma-Monat. Das wäre Silverkauf. Das heißt, wir springen jetzt. Silverkauf. Nicht Notizen. Karte. Wo war hier der... Der Schrein. Da oben könnten Schrein. Also da war ein Steinkreis. Da war das Boot nach alphaseuchte Gewässer. Da könnte es auch noch gewesen sein. Also okay. Da auf der Insel oder da oben. Das ist so mein Verdacht bisher. Das heißt, du Zauber bitte fliegen. Gucken wir einfach mal rüber. Und danach schauen wir wieder die Zirkusse ab. Zirkus? Zirkusse? Zirkussi? Na, da wo Nikolai hin ist. So, also da sind... Ne, Gargoyles. Ein Obelisk, den wir hoffentlich schon haben. Aber ich gucke trotzdem mal rauf. Klick. Da. Ja, das schaut gut aus. Wir haben dann plus 10 Charisma. Jetzt muss ich mich nur noch aufschreiben. Und dafür pausiere ich am besten mal ganz kurz. Muss ich mir nur aufschreiben, dass ich es auch gemacht habe. Weil sonst, ne, laufe ich nächstes Jahr wieder hier hin. Also Charisma haben wir. So, notiert. Oh, lauf, 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 lauf. Auch wenn das nur Druiden sind. Warte mal, es sind Druiden, ha? Habt ihr gute Resistenzen? Nö. Wusch, wusch. Kaputt, kaputt, kaputt. Wie viel hältst du eigentlich aus? Okay, Erzdruiden halt ein bisschen mehr aus. Ich wollte noch ein-, zweimal den Spruch sprechen. Ah, kaputt. So. Klick. Ein unverzauberter Gürtel. Gürtel waren auch so eine Sache bei uns, oder? Wirklich tolles Zeug hatten wir dann nicht bisher. Du verzauber bitte also mal den Gürtel. Plus 10 Reaktionen. Jetzt nicht auch so, nicht die Welt. Ausdauer plus 18 ist schon besser. Stärke plus 7. Nö, der Gürtel kann weg. Du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Wir dürften jetzt ganz schön viele Druiden erwischt haben. Also es sind ja nicht nur hier welche gewesen, es sind ja auch, ne? Hier ganz runter und da und die ganzen Bewohner und so. Dürfte schon ein bisschen was an Erfahrungspunkten gewesen sein. Level up haben wir eh schon. Sehr gut. Du bring uns jetzt allerdings bitte mal zurück nach Schmugglerbucht. Nix. Dann stehen wir eine Weile in Schmugglerbucht rum. Springen dann zum nächsten Zirkus. Sumpf der Verdammten. Hier ist niemand. Sammeln. Wir springen jedes Mal von Gebiet zu Gebiet und sammeln Leichen ein. Und springen ins nächste Gebiet. Das klingt irgendwie falsch. Wo war das letzte? Das war ein Blackshire, oder? Flieg. Ja, die Straße sieht so verlockend aus. Ich glaube, hier war das. Oh, ja, okay. Also, Daumen drücken, sonst verprassen wir jetzt einen Monat Zeit und gehen dann im April wieder los. Ja, nö. Also, wir sind mit März durch und es ist schon der 22. März. Das heißt, wir müssen nicht wirklich lange warten. Das heißt, wir gehen jetzt einfach von hier aus nach Norden und gehen wieder nach Süden. Den könnt schon, ja. Oh, wir haben kein Essen mehr. Haben absolut kein Essen mehr. So, 4. April. Der Zirkus ist da. Sehr gut. Doofes Gör. Von wegen entschuldigt ihre Hoheit. Komm her, du Rotzbengel. Hi.
Würdest du glauben, dass ich mich verlaufen habe und diese netten Leute mich heimbringen wollten? Nicht? Na egal, würde ich wohl auch nicht. Dann ist es wohl an der Zeit, zur Burg zurückzukehren. Aber hallo, ist das Zeit, zur Burg zurückzukehren. Wer bist du? Willkommen im Zirkus der Sonne. Wir haben eine Vielfalt von Spielen zu deinen Unterhaltungen. Du kennst die Preise, die du in den verschiedenen Spielen gewinnen kannst. Hier gegen Weinfässchen und goldene Pyramiden eintauschen. Du brauchst 10 Punkte für ein Weißfässchen und 30 oder mehr, um eine goldene Pyramide zu bekommen. Okay. Das sind die Sachen, die wir bei Abdul ganz unten in der Drachenwüste eintauschen können. Das heißt, wir könnten mal... Das da. Und mal ein bisschen spielen gehen. Hallo, wie geht's? Geschicklichkeit. Gut gemacht, gut gemacht. Das war jetzt viel Krimskrams. Das dürften wir jetzt bei ihm eigentlich eintauschen können, richtig? Ein Weinfass. Tut mir leid, mehr hast du noch nicht. Okay, wir brauchen jetzt sehr viel. Punkte. Eine Pyramide. Eine Pyramide oder ein Weinfass. Gibt es noch Spiele, die mehr kosten als auch mehr bringen? Hallo. Wie geht's? 50 Gold. Oh, hallo. Schön, 50 Gold. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Stärke. Hallo. Ne, es gibt nur für jedes Attribut ein Spiel. Okay, Gerugon ist doch ziemlich stark. Haben wir jemanden, der irgendwo mehr hat? Genau, sie Intellektspiel. Schön, dass du da bist. Magnet, Kleeblatt, Kleeblatt. Unglaublich. Ja, also dadurch, dass ihre Stats so hoch sind, gewinnt sie eher die besseren Preise. Wie zum Beispiel das Kleeblatt. Gib ihm! Also gib ihm Gold, ja, das stimmt wohl. Preise, Pyramide. Du hast noch nicht mal 10 Punkte, warum spielst du noch weiter? Was? Irgendwie habe ich da das Gefühl, dass die uns beäppeln. Also ja, es ist ein Zirkus und das gehört dazu, mehr Geld auszugeben, als man eigentlich bekommt. Weil es halt Spaß macht. Ja, ich lese nochmal ganz kurz. Also wir hätten gerne... 10 Punkte für ein Weinfässchen und 30 für eine goldene Pyramide. So, ein Kleeblatt ist 50 wert. Das heißt, wenn wir 6 Kleeblätter hätten, hätten wir eine Pyramide. Das heißt, wir spielen jetzt mal so lange, bis wir 60 Punkte haben. Oh, hallo. Schön, dass du da bist. Das, ne? Das sind ein paar Kleeblätter. Da. Das sind viele Kleeblätter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wäre eine Pyramide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wären zwei Pyramiden. Jetzt probiere ich mal mit ihm umzutauschen. Eine Pyramide. Alles ist weg. Okay. Das heißt, wir müssen nur ein-, zweimal spielen und gehen wieder zu ihm. Hallo. Hallo. So. Könnt hinkommen. Pyramide. Ist doch recht zeitaufwendig. Wir müssen mal gucken, ob sich das lohnt. Also die Belohnung, die wir für die Pyramiden bekommen. Ja, also wir merken uns, du merkst dir am besten im Leuchtfeuer das Ganze hier. Orakel wollen wir behalten, wollen wir alle behalten, ne? Obwohl, die bei brauchen wir noch. Die brauchen wir bestimmt nochmal. Wenn wir irgendwie rauskriegen, dass der Zirkus super toll ist, dann wollen wir da immer wieder hin. Und ihn da wieder suchen wird lästig. Also nee, wir setzen kein neues Leuchtfeuer, wir laufen einfach hier hin, wenn wir hier hinlaufen müssen. Du springst jetzt bitte zurück, und zwar nach Iron Fist. So. Danke, dass ihr mich aus der Burg geschaffen habt. Entschuldigt die Zirkussache. Die hat ja bloß 2 Jahre gedauert. Ist vollkommen okay, Nikolai. Ich hoffe, es war nicht so schwierig, mich zu finden. Geh einfach nur weg.
Ich werde alleine wieder hineingehen, damit niemand sieht, dass ihr mich entführt habt. Wir haben dich nicht entführt, du Rotzbengel. Halt! Wer ist da? Lasst sie passieren! Unsere Leute werden langsam echt alt, hm? Das kommt dafür davon, wenn man die Welt untergehen lässt. Ja, 28. Schon halb tot und so. Du, Stadtportal Freehaven. Haben wir es denn wenigstens denselben Monat? Ja, haben wir. April wäre ausdauergefrorenes Hochland. Machen wir gleich. Oh, wir haben jetzt überall wieder Hufeisen. Was für ein Zufall. Level up. Level up, level up. Und er kann uns hier nicht mehr ausbilden. Wir sind ja auch schon Level 60, ne? Ist ja auch schick. So, Hufeisen. Hufeisen, Hufeisen. Hier hinten war der andere. Müssen wir eigentlich auch jedes Mal was zahlen, wenn wir gefangen genommen werden? Weil sonst hat sie eigentlich absolut keine Nachteile. Was ist unser Ruf gerade? Ruf ist durchschnittlich. Haben wir Welt zerstört? Waren ja im Knast? Alles wieder gut. Klick, klick. Kriegsbeher können wir uns hin teleportieren. Guck gerade, ob wir noch irgendwo schnell zu den anderen Hufeisen kommen. Ah, ein Jahr ist vergangen, all unsere Sprungpunkte sind weg. Das war letztes Mal auch ein wenig lästig. Vor allem jetzt Burg Kriegsbeier und solche Sachen zum Beispiel. Das ist, nee, nee. Lauf ich eigentlich gerade hin? Da wollte ich hin. Burg Eibenfist, das passt doch. Hätte ich gerne nicht. Was? Muss nicht Hufeisen. Brauchst du ein Pferd? Nee, ich will ihn nach Freehaven. Ich will zu meinem verdammten Hufeisen. Gib mir. Geh, geh, geh. Ach, wenigstens hier sind die Hufeisen. Geht ja mal gar nicht. Also Mist hat keine Hufeisen. Silver Kupfer hat Hufeisen. Die haben nach einem Jahr es nicht geschafft, die Leichen wegzuräumen. Das ist wirklich eklig. Mach mal was dagegen. Schon besser. Auch wenn der bestimmt nicht gut riecht. Du kannst wohl gerade am Rumlaufen sind eh mal verzaubern. Was? 15 Ausdauer, 5 Rüstung. Ist doch besser als das da. Ja. Der weg. Beschleunigt die Erholung. Yeah. Ich denke, das wird langfristig besser sein. Also ja, das behalten wir. Auch hier keine Hufeisen. Gepäck auffüllen bitte, danke. Und ich glaube, wir sollten das langsam mit dem Armageddon ein bisschen runterschrauben. Also wir waren eine recht anständige Heldentruppe. Dann sind wir nach und nach mächtiger geworden. Und Talana ist ausgetickt, die anderen haben mitgemacht. Und haben dann ihrer bösen Seite freien Lauf gelassen. Aber jetzt haben sie gesehen, dass es einfach keinen Sinn macht, die Welt immer und immer wieder zu zerstören, wenn niemand mehr da ist, der ihn achtet und respektiert. Also versuchen sie jetzt wieder auf den richtigen Pfad zu kommen und sich ein bisschen zurückzuhalten. Vielleicht rutscht es noch eins von raus, aber generell wollen sie jetzt zwar mächtig werden, aber nicht auf alle Kosten. Also ein bisschen Rücksicht nehmen müssen sie schon, denn sie wollen ja die Welt später beherrschen. Dann muss auch noch jemand da sein, um beherrscht zu werden, ne? Also Talana, nicht wahllos töten. Gezielt töten. So, wir haben ein paar Hufeisen, aber nicht wirklich viele. Haben wir jetzt noch die Möglichkeit, einen Stufenaufstieg zu machen? Nein. Sonst hätten wir nämlich nach Drachensand oder dergleichen gehen können. Was laufen wir eigentlich jetzt in der Stadt voller Toten rum? Achso, wir wollten die Hufeisen gucken und danach wollten wir gefrorenes Hochland, den Ausdauerschrein besuchen. Wo auch immer hier der Ausdauerschrein war. Da war eine Burg. Ich glaube da. Du. Flieg. Hoch. Hier hinten rum.
auch überall noch Tote. Aber ihr seid... Harpien, ja, ihr habt es eh verdient zu sterben. Euch können wir wahllos töten. Nur halt Dorfbewohner, die einfach so ihrem Tagewerk nachgehen, sollte man nicht unbedingt wegsprengen und dann wahllos wieder beleben und wieder töten. Das ist nicht gut. Oh, und du warst ein Brunnen und bist gar kein... Dann da unten...